Hier geht es einmal um das kleine Kassenbuch.xls. Das ist eine Excel-Programmdatei. Leider fehlt hier ein S bei Kassenbuch. Und zwar geht es einmal darum, wir haben hier in der Kurzbeschreibung zu dem kleinen Kassenbuch, das ist eine PDF-Datei, da schreibt der Herr Bodo Hensch die Datei Kleines Kassenbuch für ältere Excel-Versionen ist als Hilfsmittel für die Ortsverbände des SOVD NRW E.V. entwickelt worden, mit dem Ziel, die notwendigen Arbeiten der Schatzmeister und Schatzmeisterinnen mittels einer Datei zu ermöglichen. Diese Datei umfasst 5 Arbeitsblätter, die nachfolgend aufgeführt und beschrieben werden. Und hier geht es also um erstens Arbeitsblatt, das wäre das sogenannte Summenblatt. Und dort geht es darum, in diesem Arbeitsblatt müssen zu Beginn der Arbeiten die notwendigen Stammdaten wie Name des Ortsverbandes, Ordnungsnummer, Steuernummer, das aktuelle Geschäftsjahr sowie die Bankdaten, Kontonummer, IBAN, Name der Bank erfasst werden. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass jeder Ortsverband maximal 2 Bankkonten, in Klammern in der Regel ein Giro- und ein Sparkonto hat. Klammer zu. Ebenfalls sind zu Beginn des Jahres die Bankguthaben sowie das Kassenguthaben zu erfassen. Das wollen wir einmal in diesem Video erledigen. Wir wandern also einmal hier zu unserer Excel-Programmdatei Kleines Kassenbuch für ältere Excel-Versionen. Das ist hier einmal das leere Arbeitsblatt hier, die Originaldatei, die wir einmal per E-Mail im Anhang einer E-Mail erhalten haben. Dazu haben wir noch einmal erhalten gleichzeitig bei diesem Schatzmeister-Seminar, was wir in Hamm-Unna hier einmal hatten am 28.05.2016. Da haben wir noch einmal eine Kurzbeschreibung des Programmes Kleines Kassenbuch erhalten und gleichzeitig haben wir noch einmal hier die Originaldatei erhalten und die nennt sich Kleines Kassenbuch für ältere Excel-Version V03. So, und hier habe ich einmal eine Kopie von dieser Datei mir hier einmal aus dem Download-Ordner hier in diesen Sammelordner rein gemacht. Und zwar befindet sich hier einmal der Sammelordner Kleines Kassenbuch V03 auf dem PC unter den Dokumenten, unter dem Hauptordner Dokumente. Und ich habe mir hier unten in der Tastleiste einmal hier eine Möglichkeit geschaffen, dass ich nur hier draufklicken muss, hier auf diesen Menü-Button hier, um eben diese ganzen Dateien, die sich in diesem Sammelordner Kleines Kassenbuch befinden, hier sofort Zugriff darauf zu haben. Wie das Ganze geht, habe ich in einem Video dieser Videoreihe, dieser Playlist einmal dargestellt. Kleines Kassenbuch von Anfang an in dieser Playlist, da ist also auch ein Video drin, wie ich das Ganze hier unten in der Tastleiste hier eingefügt habe, dass ich dauerhaft sofort darauf zurückgreifen kann, sobald ich den Computer hochgefahren habe. Dass mir immer zur Verfügung steht, weil ich mich ja vielleicht nicht mehr unbedingt erinnere, wo habe ich das Ganze auf dem PC abgespeichert. So habe ich immer Zugriff darauf. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir möchten einmal hier zu dem kleinen Kassenbuch, das habe ich also einmal hier schon geöffnet und durch einen Doppelklick oder einen einfachen Klick habe ich das einmal geöffnet und dann sehen wir hier einmal, das ist das Original, beziehungsweise hier in diesem Fall einmal eine Kopie des Originals. So. Und da bin ich also einmal auf das
Summenblatt gegangen, so wie das in der Beschreibung als erstes Blatt angegeben ist, wo ich diese Stammdaten einmal eintragen muss. Wir gehen einmal davon aus, in den ganzen Dateien, die wir hier zeigen, dass wir meistens hier verwenden als diejenigen, die hier das Kassenbuch führen. Wir sind also der Ortsverband Musterhausen. Dabei soll es auch erst einmal bleiben. Und wir haben die Ordnungsnummer 06000000. Und die Steuernummer haben wir auch einmal musterhaft hier eingetragen. Und dann haben wir noch einmal das Geschäftsjahr, um das es hier geht. Das ist auch eingetragen worden. Das gehört auch zu den Stammdaten. Dann war ja die Rede davon, dass wir einmal das Girokonto angeben sollen, einmal die Kontonummer des Girokontos und einmal den Namen der Sparkasse, bei dem wir dieses Girokonto haben. Das wäre also dieser zweite Bereich. Dann gibt es hier noch einmal, das wäre also hier an dieser Stelle von der Sparkasse, das oben wären die Kopfdaten dieser, wie man so sagt, Gliederungs. Also wir sind der Ortsverband Musterhausen und das ist hier die Stammdaten, die dazu gehören. Und das wäre hier jetzt einmal das Girokonto hier bei der Sparkasse Musterhausen. Und dann gibt es hier drunter noch einmal das Sparbuch bei der Sparkasse Musterhausen mit dem Sparbuchkontonummer. So, und jetzt geht es noch einmal darum, wir wollen ja das Ganze einmal beginnen. Jetzt wollten wir einmal sagen, welches Geld war denn in dem Vorjahr am 31.12.? Wir haben also eingegeben, dass dieses Kassenbuch für Jahr 2016 beginnen soll. Das würden wir hier also reinschreiben, in diesem Fall hier. Und wenn ich hier jetzt einfach frohe Ostern reinschreiben würde, frohe Ostern, dann sehen wir auch, wo das Ganze einmal hier überall steht. Hier würde also überall stehen, hier, das wird alles übernommen, wo das Jahr gebraucht wird, da würde eben hier dann das Jahr stehen. Wenn ich jetzt also wieder richtigerweise hinschreibe 2016 und einmal die Enter-Taste drücken, dann sehen Sie, dass das hier richtig dargestellt wird. Also das sind immer die Stammdaten, die wir hier eintragen auf dem sogenannten Summenblatt. Da werden die Stammdaten einmalig eingetragen. So. Zu diesen Summdaten gehören auch einmal die Daten von dem Girokonto, und zwar die Kontonummer, die wir hier eingegeben haben, die wird ja hier übernommen, auch hier an diesen Stellen hier, wo sie hier in diesem Summblatt gebraucht werden, wird das hier übernommen aus diesen gelben Feldern. Also die gelben Felder sind immer Felder, wo ich etwas eingeben darf. Und ja, und hier habe ich jetzt dann einmal in der Zeile 9 hier, habe ich dann einmal hier die Möglichkeit, an dieser Stelle hier, wo die Spalte Verprobung steht, hier könnte ich dann einmal den alten Bestand eintragen, denn der in dem Vorjahr, am 31.12. des Vorjahres einmal auf dem Girokonto war, in der Zeile 10, das wäre die Zeile 10, da habe ich einmal hier an dieser Stelle den Wert den Geldbetrag, der auf dem Sparkonto war, der muss hier eingetragen werden, und dann gibt es ja noch eine sogenannte Bargeldkasse, und dieser Betrag, der am Ende des Jahres, des Vorjahres einmal war, der wird hier eingetragen. So, einfach nur jetzt einmal nur zur Kenntnis, wenn dieses Geschäftsjahr 2016 zu Ende wäre, dann würden Sie auch diese Enddaten, die am 31.12. des neuen Geschäftsjahres wären, würden Sie dann hier unten einmal eintragen für das Girokonto in der Zeile 24. Das wäre dann wieder hier Ende des Jahres des neuen Geschäftsjahres. Und Ende des neuen Geschäftsjahres würden Sie einmal hier in der Spalte 25 einmal an dieser Stelle hier den Betrag eintragen, der auf dem Sparkonto ist. Und dann gibt es noch einmal die Zeile 1.
28, da würden Sie einmal eintragen, der Betrag hier an dieser Stelle, der Betrag, der in der Bargeldkasse sich befindet. So. Diese Daten müssten eingetragen werden. Das wollen wir einmal machen. Wir wechseln jetzt noch einmal. Wir verkleinern einmal dieses Fenster hier, indem wir einmal hier mit dem Mauszeiger hier ranfahren an dieser Seite und einmal hier, sodass aus dem weißen Kreuz ein Mauszeiger wird. Und wenn wir dann weiterhin noch zu der rechten Kante fahren, dann wird daraus ein Doppelpfeil. Dann könnten wir das hier so zusammenziehen. Das haben wir schon einmal gemacht und deswegen könnten wir einmal hier auf Fenster wiederherstellen klicken. Dann wird das Fenster hier in der Originalgröße einmal angezeigt, die wir gerade hatten. Jetzt könnten wir es so anfassen, wie ich gerade erklärt habe. Und wir haben jetzt einmal zwei Fenster. Und zwar habe ich hier einmal das Fenster auf der rechten Seite aus dem Jahre 2015, dem Geschäftsjahr 2015. Das ist der gesamte Bereich hier, Kassenbuch für den Zeitraum so und so viel. Und auf der Zeitraum für das Geschäftsjahr 2015. Und auf der linken Seite hätte ich also das neue Kassenbuch, wo ich also diese neuen Überträge eintragen möchte eben für dieses neue Geschäftsjahr 2016. Das würde ich also dann hier einmal übernehmen aus dem Vorjahr in dem neuen Kassenbuch. Also wir haben jetzt hier einmal ein kleines Kassenbuch für ältere Excel-Version V03. Und jetzt will ich einmal hier das Ganze einmal jetzt hier in diesem kleinen Kassenbuch hier einmal reinschreiben. Ich klicke hier einmal drauf, oben auf die Liste hier. Was passiert? Nein, ich komme hier unten nicht an diesen Arbeitsblättern dran, weil ich das wohl zu groß hier habe. Denn ich habe ja noch hier oben die Bildschirmlupe in diesem Bereich. Hier oben, da habe ich die Bildschirmlupe eingeschaltet. Und deswegen sind die Fenster hier etwas zu groß für den Bereich. Deswegen könnte ich ja einmal hier oben hochwandern und könnte einmal, sodass aus dem Mauszeiger ein Doppelpfeil wird, an dieser Stelle hier, erst ist das ein Mauszeiger, dann wird ein Doppelpfeil und dann klicke ich die linke Maustaste, ziehe, ah, das war jetzt verkehrt, sehe ich gerade, ich klicke hier nochmal drauf und würde einmal hier das Ganze hier so runterziehen, darum ging es mir hier, ich wollte hier dieses Fenster etwas kleiner machen und wenn ich das jetzt hier hochziehe, dann sehe ich, dass ich auch hier unten dran komme an diesen Arbeitsblättern und hier arbeiten kann. Ich bin jetzt also hier auf dem Zoom-Blatt und ich möchte einmal hier auch diese Daten hier sehen, diese Kopfdaten, die hier oben stehen. Das sind auch die sogenannten Stammdaten. Man sagt beim Kabel, nennt man das zum Beispiel Kabelkopf, deswegen sage ich dazu Kopfdaten. So. Also, das sind die Stammdaten OV Musterhausen. Das haben wir also richtig übernommen aus dem Vorjahr bzw. aus unseren Unterlagen, unsere Kontonummer, Girokonto und so weiter. Das haben wir übernommen und das haben wir jetzt hier schon einmal eingetragen, hier in diesem Arbeitsblatt, Summenblatt. Hier unten sind ja die Arbeitsblätter und das ist das Arbeitsblatt. Das nennt sich Summenblatt. Und in diesem Arbeitsblatt Summenblatt haben wir diese Stammdaten eingetragen. Und jetzt geht es darum, wir wollen in den anderen gelben Felder, die wir hier haben, hier geht es ja einmal um das, na, das war etwas zu weit, um das Girokonto. Zack, 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 zack. Ja, wir haben ja einmal hier Sparkasse Musterhausen Girokonto. Und jetzt gucken wir einmal in dem Vorjahr den Übertrag einmal, den wir haben. Wir klicken also hier einmal auf das andere Arbeitsblatt hier auf der rechten Seite, wo unsere Daten aus dem alten Jahr drin stehen. Und diese Daten, die jetzt hier sind, das sind ja die Enddaten, die am 31.12. des Vorjahres waren. Und die übernehmen wir einmal hier in dem anderen Kassenbuch hier an dieser Stelle. Aber eben hier oben als, ich gebe nochmal richtig hier auf dem anderen Arbeitsblatt, ob das auch wirklich die Abschlussdaten sind, denn wir haben einmal hier in diesem Bereich hier einmal stehen, hier Kassenbuch für den Zeitraum
vom 01.01.2015 bis 31.12.2015, also vom Vorjahr. Und was ich brauche, sind aber hier, ich hätte jetzt fast falsch eingegeben, denn wir haben hier einmal die Anfangsdaten, die am 01.01.2015 waren. Das ist aber verkehrt, sondern wir müssten ja hier einmal runterwandern auf diesem alten Arbeitsblatt. Und hier geht es ja um die Summe, die war am Bankguthaben am 31.12. des Vorjahres. Das ist ganz wichtig. Wir müssen also aus der Zeile 24 einmal hier in dem alten Kassenbuch diese Beträge müssen wir übernehmen. Das ist also ganz wichtig. Und die müssten wir einmal dann hier in dem neuen Arbeitsbuch hier für den Zeitraum 01.01. bis 31.12. Und zwar hier um diese Zeile hier, die hier drin steht. Da ist entscheidend, ob hier der Beginn steht. Und zwar hier. Wir haben also einmal den Betrag am 01.01.2016. Und da geht es hier in dieser Zeile um den Betrag, den wir in diesem Girokonto Stand hier einmal eintragen, und das wäre der aus dem Vorjahr 1000. Hier, diese Daten, die hier jetzt stehen, die müssten wir jetzt von dem Datum 31.12. müssen wir für das neue Jahr hier eintragen in dem anderen Teil als Übertrag. So, ich schiebe das Ganze jetzt einmal rüber, sodass das eigentlich besser ersichtlich ist, worum es sich hier handelt. So, und ich trage jetzt einmal ein. Aus dem Girokonto haben wir einen Übertrag aus dem Vorjahr von 1.100 Euro. Dann haben wir einmal 450 Euro auf dem Sparbuch als Endstand von 2015 am 31.12.2015, und in unserem Bargeldkonto haben wir einmal den Betrag von 250. Und jetzt drücke ich einmal die Enter-Taste, dann macht er automatisch 0,00. So, und das ist jetzt der Übertrag. Ich sehe also jetzt einmal, dass wir das neue Kassenbuch einmal hier die Kopfdaten eingetragen haben. Ich vergrößere jetzt einmal hier, maximiere einmal jetzt hier dieses neue Kassenbuch für das neue Geschäftsjahr. Geschäftsjahr ist ja auch gleich das Kalenderjahr, und das ist ja hier der 01.01.2016 bis 31.12.2016. Und wir gehen einmal davon aus, dass wir dieses Kassenbuch einmal am 10.01. hier einrichten. Dann würde ich einmal sagen, das wäre jetzt hier einmal der aktuelle Stand hier. Ich möchte das also einmal abspeichern, nicht nur unter kleines Kassenbuch für ältere Excel-Version und so weiter, sondern ich möchte einmal das Ganze unter einem neuen Dateinamen abspeichern. Und zwar möchte ich einmal das Datum davor schreiben in einer richtigen oder in einer sinnvollen Abkürzung vor dem Dateinamen, damit ich also eine sinnvolle Sortierung aller aktuellen Kassenbuchstände einmal auch nochmal nachvollziehen könnte, die zu einem bestimmten Datum waren. Deswegen, ich würde also einmal jetzt sagen, das Ganze habe ich jetzt richtig ausgefüllt, und ich möchte das nicht einfach nur einmal hier auf Speichern so speichern, weil so habe ich immer noch mal irgendwelche Vorversionen, die ich vielleicht gebrauchen könnte. Ich klicke also einmal auf Schaltfläche Office, zeige ich drauf und klicke die linke Maustaste, und jetzt wähle ich einmal aus Speichern unter. Dann wandere ich rüber zu dem Untermenü, in welchem Format ich das speichern möchte. Hier steht also Kopie des Dokumentes speichern, und zwar einmal in dem Format Excel 97 bis 2003. Das ist also eine ganz alte Form, die die meisten älteren Programme auch verstehen und die neueren auch, ja, auch verstehen. So, und jetzt geht es darum, ich habe jetzt einmal den ursprünglichen Namen hier stehen, der ist hier blau hervorgehoben, und ich zeige einmal auf den ersten Buchstaben des Dateinamens
mit dem Mauszeiger hin und klicke einmal die linke Maustaste. Jetzt ist das blau markierte weggegangen und der Cursor befindet sich jetzt hier an dieser Stelle vor dem Buchstaben K. Und hier würde ich einmal stellvertretend für den 10. Januar 2016 umgekehrt schreiben, 2016 als Jahr. Dann würde ich als Trennzeichen ein Minuszeichen gebrauchen. Dann würde ich den Monat schreiben, 01. Und dann würde ich einmal den Tag schreiben, Tag 10. Und dann würde ich eine Leerstelle noch machen. Und das ist alles, was ich hier davor schreiben möchte. Und zwar, wenn ich jetzt diesen Ordner, wo sich das Ganze hier drin befindet, ich sehe ja jetzt hier oben, wo wird das Ganze hier gespeichert, beziehungsweise wo befand sich auch dieses Originaldatei, bevor ich es hier einmal geöffnet habe. Dieser PC unter Dokumente und dann auf dem Hauptordner Dokumente und dann habe ich hier einen Unterordner, der nennt sich einmal Unterstrich, 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 kleines Kassenbuch, Version V03 soll das bedeuten. So. Und ich würde jetzt also hier einmal den ursprünglichen Namen habe ich ja ergänzt durch die Jahreszahl, die Monatszahl und den Tageszahl. Und wenn ich jetzt einmal auf Speichern zeige und die linke Maustaste drücke, dann wird das Ganze hier einmal abgespeichert. So, ist noch nicht fertig. Er sagt, er hat fragt mich, ob ich damit einverstanden bin, dass das hier so gespeichert wird. Kompatibilität beim Speichern der Arbeitsmappe überprüfen und so weiter. Und ich gehe einmal auf, zeige auf Weiter und klicke die linke Maustaste. Und jetzt wird das wirklich abgespeichert. Genau, ja. Und wenn ich jetzt einmal hier unten auf meine Symbolleiste kleines Kassenbuch einmal gehe hier, kleines Kassenbuch, also Unterstrich, Unterstrich, kleines Kassenbuch V03 und einmal hier jetzt dieses Menü-Symbol hier einmal anklicke, drauf zeige mit dem Mauszeiger und mit der linken Maustaste einmal anklicke, dann sehe ich, dass ich hier eine neue Datei habe und zwar einmal ja, die ursprüngliche, die ja vorher schon bestand und dann einmal die tagesaktuelle Form dieser Datei vom 10.01.2016. So, und diese Dateinamen, da würde ich dann beim nächsten Mal, wenn ich hier dieses Kassenbuch weiterführen möchte, einmal hier drauf zeigen und die linke Maustaste drücken und dann öffnet sich hier diese Datei, die ich ja jetzt hier habe, mit dem begonnenen Werten hier, aber erstmal nur in dem Summenblatt. So. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Kassenbuch, mit der Übernahme dieser Überträge, die wir ja auch hier in dem Summenblatt stehen haben, einmal in dem eigentlichen Kassenbuchblatt hier, auch in den Spalten hier. Vortrag, Übertrag. Da geht es einmal darum, hier um die Spalte, um die Zeile 9 in der Excel-Datei einmal hier von der Arbeitsblatt Kassenbuch. Ja, ich würde einmal sagen, das soll es einmal gewesen sein, wie wir einmal diese Kopfdaten von dem Verband, die Kopfdaten oder die Stammdaten auch genannt, also die Stammdaten von dem Ortsverband zum Beispiel, die Stammdaten von der Sparkasse und einmal die Endbeträge des Vorjahres einmal hier eintragen in unserem Summenblatt, Arbeitsblatt Summenblatt hier von dem kleinen Kassenbuch für ältere Excel-Versionen V03.xls. Ich würde sagen, das soll es einmal gewesen sein. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.